Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Petra Hirner und ich zeige euch heute, wie ihr eure Naturwiese im zweiten Jahr pflegt, damit sich eben die Wildpflanzen gut etablieren können und sie bunter und vielfältiger wird. Ein Teil von der Pflege betrifft eben das Unkraut. Kontrolliert eure Fläche auf unerwünschte Beikräuter, damit sich diese nicht unkontrolliert ausbreiten. Samenunkräuter wie eben die Melde, der Hohlzahn, Vogelknöterich oder eben das Berufkraut sollten vor der Blüte, aber allerspätestens vor der Samenreife entfernt, am besten ausgerissen, mit der Wurzel ausgerissen werden, damit sich diese nicht aussehen können. Das zum Beispiel ist das Berufkraut, das sollte jetzt oder allerspätestens vor der Samenreife ausgerissen und wirklich mit der Wurzel entfernt werden. Wurzelunkräuter hingegen wie Quecke, Kirsch, Ackerkratz, Distel oder im schlimmsten Fall der japanische Staudenknöterich müssen wirklich mit der Wurzel ausgestochen werden, am besten mit irgendeinem Wurzelstecher direkt bei der Wurzel wirklich gründlich ausstechen, weil hier können Rhizome, einzelne Wurzelteile wieder austreiben und sich somit stark vermehren. Im zweiten Jahr jätet ein- bis dreimal Unkraut, schaut wirklich auf unerwünschte Beikräuter. Und wenn sie aber dann so ausschaut, die Wiese, dann ist sie viel etablierter und Unkraut ist kaum mehr ein Thema. Jetzt nach der Margaritenblüte wäre eben der erste Schnittzeitpunkt für die Blumenwiese und das ist meistens so um die Sommersonnenwende herum. Ja, hier zwei handbetriebene Geräte. Für kleine Flächen eignet sich eben diese Sichel. Oder eben für größere Flächen die Sense. Wenn ihr aber lieber mit akkubetriebenen Geräten arbeitet, dann würden sich eben Heckenscheren ideal eignen. Ihr schont die Insekten und die Wiesenbewohner, wenn ihr nicht die ganze Fläche auf einmal abmäht, sondern in Etappen, am besten zwei Etappen, weil so können sich die Tiere und die Insekten auch zurückziehen. Bei mageren Wiesen ist dieser eine Schnittzeitpunkt ausreichend. Bei nährstoffreicheren Wiesen solltet ihr ein zweites Mal mähen, und zwar Ende August. Das Schnittgut eben für eine kurze Zeit liegen lassen, damit sich die Samen aussehen können und dann aber ganz wichtig abtransportieren, damit wir keinen Nährstoffeintrag haben und am besten auf den Kompost geben. Mehr Informationen zur Pflege eurer Naturwiese findet ihr auf unserer Homepage unter www.naturimgarten.at oder beim Fachteam vom Natur im Garten Telefon unter 027 42 74 3x3. Ich wünsche euch viel Freude und gutes Gelingen mit eurer bunten Blühwiese.